Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Meeple Circus. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Heute stellen wir euch Meeple Circus vor. Ja, ein bisschen schwieriger Name auf jeden Fall für den Elias. Meeple, das sind praktisch ja diese Meeple, die wir jetzt auch hier in dem Spiel haben. Und Zirkus, wir befinden uns in einer Zirkusarena. Beziehungsweise hier ist die Bühne. Jeder hat eine Bühne. Der Elias hat auch eine Bühne. Und das ist die Leiste für die Punkte. Für den Applaus, sagen wir es mal so. Weil wir bekommen natürlich Applaus für eine super Darbietung. Es ist ein Familienspiel aus dem Hause Pegasus Spiele von Cedric Millet für 2 bis 5 Spieler. 30 bis 60 Minuten, es geht richtig schnell, insbesondere der Spielablauf an sich, und ist ab 8 Jahre. Der Elias ist 7 Jahre, und in dem Video werde ich ganz kurz die Abläufe darstellen, und parallel dazu werden wir natürlich auch ein paar Spielsequenzen euch zeigen, weil das Ganze spielt man mit einer App für die Zirkusmelodie, und das möchte ich euch natürlich auch in diesem Video zeigen, so mal, sodass es auch verständlicher rüberkommt. Ich habe schon meine Bühne und 2 Artisten, in dem Fall einen roten und gelben. Der Elias hier, oh, der ist schon am Bauen, der hat nämlich auch schon 2 Artisten, die hat auf seine Bühne. So, das ist die Punkteleiste, also die Applausleiste, und hier liegen Kärtchen aus. Das richtet sich nach der Spieleranzahl, und hier natürlich gibt es Punktekarte, ich nenne es jetzt ganz allgemein, und zwar ist ein Stapel und die oberste Karte wird aufgedeckt. So, das heißt, ihr wisst, für was ihr nachher Punkte bekommt, das erkläre ich aber nachher peu à peu. Ja, mit 2 Artisten auf der Bühne komme ich allerdings nicht voran. Und wir haben ja 3 Aufführungen. Das heißt, eine erste, eine zweite und eine dritte Aufführung. Damit wir mehr Figuren bekommen, mehr Artisten, mehr Tiere, beginnt der Elias, würde ich sagen. Und der Elias sucht sich jetzt ein Plättchen hier und ein Plättchen hier aus. Moment, genau, du hast jetzt hier ein Plättchen, das zeige ich den Zuschauern. Und jetzt nimmt er sich genau das, was abgebildet ist. Und mit dem spielt er über die nächsten 3 Aufführungen. So, jetzt bin ich dran. Jetzt wähle ich aber hier erst einmal was aus. Und ich wähle einfach mal dieses Plättchen aus. Ich nehme mir einfach so einen Ball in dem Fall und so einen roten Artist. Was die Unterschiede sind, dazu komme ich gleich. Und das Plättchen lege ich auf die Seite. Jetzt muss der Elias eines von diesen Plättchen nehmen. Das heißt, man muss immer ein Plättchen hier und ein Plättchen hier nehmen. Hier sieht man auch Spieleranzahl 1 mehr. Ein blaues, dann ist es egal. Ja, was du willst halt. Weil das Ganze geht ja über mehrere Aufführungen. Jetzt bin ich dran und ich nehme mir den Elefant. So, und zwar den Elefant. Da nehme ich so ein Podest und noch so eine blaue Figur. Was magst du mit dem Elefant machen? Das ist eine Ziege. Ja, das ist ein Ziege oder beziehungsweise ein Pferd ist der da abgebildet. Und ja, in dem Fall den Elefant. Vielleicht kommt nachher noch irgendwas, ich weiß es nicht. Aber ich möchte auch hochbauen. Dazu gleich später mehr. So, genau, die machen wir auf die Seite. So, jetzt muss ich dann gleich die App anmachen und dann werdet ihr eine Sequenz dann mitbekommen. Das ganze Material, was hier noch liegt, das ist übrigens richtig toll gemacht, teilweise, was ihr für Karten bekommt, das legt man auf die Seite. Bevor ich allerdings die App anschalte und die Zirkusmusik abläuft und wir dann so lange Zeit haben, muss ich noch ein paar Kleinigkeiten erklären. So, ihr seht ja, was ich jetzt hier in der Arena habe, in dem Fall. Und in der ersten Runde ist das ja auch abgegeben. Das heißt, wir bauen hier uns auf unsere Bühne, gegebenenfalls Vorgaben, beziehungsweise um viele Punkte zu generieren. Wenn ein Spieler fertig ist, dann schnappt er sich einen von diesen Chips, natürlich den höheren, weil es gibt 2 Punkte. Und zwar innerhalb des Zeitfensters der Zirkusmusik. Im Anschluss wird dann auch geguckt, in dem Fall, für was ihr Punkte bekommt. Baut ihr praktisch die Ziege oder das Pferd so auf, dann bekommt ihr 4 Punkte. Baut ihr das so auf, dann bekommt ihr auch 4. Baut ihr, oh, das ist richtig schwer, das so auf? Das ist ganz, ganz einfach. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Bekommt ihr auch 4? Oder wenn ihr das macht, dann bekommt ihr auch Punkte. Ihr habt natürlich nicht immer jede Gegenstände zur Hand, sodass ihr nicht alles... Punkte. So, und dann kommt noch mal was. Dann kann ich nämlich das gleich nachher anmachen. Wenn ein blauer Artist, der ist ein Anfänger, der kennt sich noch nicht so gut aus und der möchte gerne auf dem Boden stehen, auf dem Spielfeld, dann bekommt man 1 Punkt. Hat man den in die Höhe gebaut,
bekommt man keinen Punkt. Für einen gelben, na, der ist schon ein bisschen ausgebildet, der will nicht auf dem Boden stehen, der will auf jeden Fall höher sein. Dann bekommt ihr einen Punkt. Und ich habe mir extra einen roten genommen, weil der rote, der will möglichst weit oben stehen. Und er möchte auch, dass nichts auf ihn draufsteht. Und dann gibt es eine Messlatte und dann nimmt man das nachher und dann messt man praktisch, wie hoch der steht und so viele Punkte bekommt man. Ich glaube, Elias, ich habe schon alles gesagt. Wir können quasi anfangen. Ich habe jetzt hier die App und dann zeigen wir euch das einfach, ein paar Ausschnitte, wie lustig das Ganze abläuft. Du hast schon gebaut, bin mal gespannt. Hier habe ich die App, die könnt ihr euch natürlich kostenlos herunterladen. Da sind auch nochmal die Regeln hinterlegt und die Musikstücke. Je nachdem, klassisch, ihr könnt es auch. Und dann nimmt man den mit dem anderen Sound hinterlegen oder die Sterne. Und die Sterne braucht ihr die drei für die dritte Aufführung, je nachdem. Aber wir machen das Ganze klassisch mit der Titelmusik. Ich lege das Handy auf die Seite und dann drücke ich drauf. Die Zeit läuft rückwärts quasi oder vorwärts, je nachdem, wie man es nennt. Und innerhalb des Zeitfensters will ich das möglichst verbauen, damit ich viele Punkte hier bekomme. Ich möchte schnell sein, damit ich den Zweier-Punkte-Chip bekomme. Und ich möchte den roten ganz oben haben, am besten so, dass ich viele Punkte bekomme, weil da wird nachher die Höhe bemessen. Und ich möchte natürlich einhalten, wie die Artisten stehen. Elias, ich glaube, ich habe alles gesagt, ja, oder? Dann gehst du auf Titelmusik und dann geht's auch schon los. Du hast schon geguckt, was du machen musst, oder? Ich habe gar kein Pferd und ich habe keinen Balken. Ah, ich habe aber das. Oh. Ich glaube, das wird ganz schlecht diesmal. Ah, noch habe ich Zeit. Ich sehe die Zeit, die läuft. Oh, da haben wir echt viel Zeit, ja. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich mache das jetzt anders. So, dann machen wir das so. Das ist mal wieder typisch. Wie lange haben wir noch Zeit? Ist schon fertig? Ja. Oh, Moment. Ach, der will ja gar nicht oben, der will ja unten stehen. Oh, Papa. Den baue ich wenigstens ganz hoch. Eigentlich wollte ich den noch so machen. So, dann machen wir das mal so. Oh, so, ich hoffe, ihr seht es jetzt auch, aber boah, der Elias hat super gebaut. So, jetzt sind wir innerhalb, den nehme ich mir natürlich noch, zwar innerhalb des Zeitfensters, aber jetzt kommen wir zur Auswertung. So, wer will anfangen? Willst du anfangen? Okay, dann erst einmal die Punkte für deine Zeit. Zwei. Er hat nämlich die blaue Arena, ich habe die grüne. So, dann was hast du noch erfüllt? Blau, wo steht da blaue? Unten, also einen Punkt. Oh. Ja, das ist okay, das lassen wir noch gelten. Zwei unten. Zwei unten. Also bist du, Moment, langsam. Eins, zwei. Sonst mache ich einen Fehler. Die zwei gelben waren oben. Die waren oben, also nochmal ein Punkt. Ich habe das und das geschafft. Das hast du geschafft? Ja. Und das, acht Punkte noch dazu. Wow, 1, 2, 3, 4. 14 Punkte. Haben wir irgendwas vergessen? Den roten hast du nicht. Nein. So, und jetzt ist der Papa dran. So, ich habe auf jeden Fall einen Punkt für den Zeitmarker. Ja, den habe ich so stehen. So, ich habe die zwei blauen unten, die bekomme ich jeweils einen Punkt. Den gelben, den habe ich weiter oben stehen. Und der rote, ja, der rote, da schauen wir mal. Ui, ich glaube, da kriege ich gar nicht viele Punkte. Zwei. Zwei Punkte. So, 1, 2. So, habe ich noch was erfüllt? Ja, ich habe noch was erfüllt, oder? Nein, ich habe nichts erfüllt. Ich wollte nämlich was. Ich habe kein Pferd, bringt mir nichts. Den Balken habe ich auch nicht. Das habe ich probiert. Du wolltest lieber einen Elefanten. Ja, aber das hat nicht geklappt hier in dem Fall. Und ja, ich wollte einen Elefanten. Ich habe gedacht, ich kann das Schulen hoch in jedem Höhe bauen. Und das hast du falsch gemacht. Ja, und deswegen habe ich noch mehr Punkte. Ich habe noch irgendwas vergessen, oder? Nein. Habe ich echt nur 6 Punkte in der Runde? Ja. Übrigens, ich bin richtig schlecht in dem Spiel und der Elias richtig gut. Das war eigentlich schon die zweite Aufführung. Jetzt bereiten wir das Ganze für die... das war die erste Aufführung. Ich komme auf 5 Punkte. Auf 5 Punkte. 1, 2, 3, 4 und da 2 Punkte. 5, 6. Ja, 6 Punkte, ist richtig schlecht. Das war die erste Aufführung, jetzt bauen wir alles um und dann kommen wir auch schon zur zweiten Aufführung. Ach so, ich bekomme den Marker. Das heißt, ich bin so schlecht.
in dem Spiel. Das heißt, ich habe so wenig Applaus. Ich darf jetzt eine Karte herausnehmen. Und ich nehme einfach mal die mit dem Pferd raus. Ich habe nämlich gar kein Pferd im Moment. Die schiebe ich drunter und die oberste Karte wird aufgedeckt. Ein Pferd und ein Elefant, na toll. Das bringt uns beides nichts. Mal schauen, vielleicht kriege ich ein Pferd. Dann kann ich genau das bauen, das hier abgebildet ist. Das bringt aber nur 3 Punkte. Herzlich willkommen bei der zweiten Aufführung. In dem Fall die zweite Karte. 6 Plättchen, weil hier auch 6 steht. Und ein Marker mehr, ein Plättchen mehr als Spieler, deswegen 3. So, jetzt, das habe ich schon gesagt, das bleibt liegen. Die Punkte, Geschwindigkeitsmarker haben wir auch hier. 6 neue Plättchen, jetzt erkläre ich natürlich hier, was das ist. Hier haben wir den, deswegen habe ich schon die Figur draufgelegt, das ist richtig toll gemacht. Der Muskelmark, der muss genau ein Tier und sonst nichts tragen. Deswegen ist das hier beispielhaft mit einem Tier abgebildet. Und das dann bringt 3 Punkte. Oben drauf machen. Ah, natürlich. Da bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Ich bin froh, wenn ich wieder 5 Punkte habe. Und hier, der Kopf des Seiltänzers muss den Boden berühren. Deswegen habe ich den schon mal hier hingelegt. Und was haben wir hier? Der Zirkusdirektor. Der Kopf des Direktors muss den Boden berühren. Es gibt natürlich bei Weitem noch mehr Kärtchen. Schaut mal hier. Also, ihr nehmt die ganz zufällig raus. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Das ist cool hier. Der Clown darf vor dem Applaus den Boden nicht berühren. Schubs ihn dann, dass er zu Boden fällt. Gehe zum Applaus über. Das heißt, ich baue den auf und bevor die Punkte wird, muss ich ihn runterschubsen, dass er noch seine Clown-Bewegung macht und dann werden die Punkte vergeben. Also richtig cool gemacht. So, aber jetzt würde ich sagen, ich muss echt aufholen jetzt. Ich tue wieder die App. Nee, Quatsch. Wir müssen erst einmal Männchen nehmen. Ich fange an und ich traue es mir eh nicht zu. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Zirkusdirektor. Das schaffe ich nicht. Du kannst es machen. Du bist gut. Ah, du willst das Tier ein Plättchen? Okay. Das können wir gleichzeitig. Ja, natürlich. Ja, ne, der genau. Und ich nehme das Pferd, weil ich möchte nachher das unbedingt machen mit dem Elefant. Ah, hat sich doch gelohnt, dass ich es genommen habe. Ah, ich nehme das Pferd oder die Ziege. Pferd, sage ich jetzt einfach mal. Und hier. Und was nimmst du? Das brauchst du noch für deine Punkte. Oh ja. Ja, und das machen wir auf die Seite. Genau, hast du alles? Ich habe bei dir nicht geguckt. Ah, einen roten! Du willst also auch hochbauen. So, haben wir alles gemacht. Das Material machen wir erst einmal auf zur Seite, dass wir hier nichts doppelt oder falsch ausliegen haben. So, das wieder auf die Seite. So, das ist die Punktekarte. Jetzt bereite ich die App wieder vor und dann geht es in die zweite Aufführung. Und hier ist angegeben, was es wieder für Punkte gibt und diesmal natürlich auch für das Kärtchen, was jeder vor sich liegen hat. Und die 2 Punkte, die sollte ich ja auf jeden Fall kriegen. Und es beginnt die zweite Aufführung und los geht's. Da kann man. Ja, guck mal, jetzt baue ich das nämlich hier. Aber du willst nicht gucken. So, die lasse ich diesmal unten stehen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ne, halt, das muss ich da mal. Ihr könnt natürlich alles aufeinander bauen. Das geht auch. So, was brauche ich mit dem Balken? Oh, der Zirkusdirektor, der muss am Boden berühren. So. Schaffe ich das? Oh oh. Das wäre natürlich sau cool, wenn ich das schaffe. Ja, das war klar. Das kriegt der Jörg nicht hin. Oh. Schau mal. Ja, das. Ah, okay. So. Na, ich wollte, schau mal, was ich machen wollte. Ich wollte den Balken da hochlegen und da oben den oben draufstellen. Aber es hat nicht funktioniert, aber die Runde ist schon wieder vorbei. Ah, wir fangen bei dir mit den Punkten an am besten, Elias. Du so. Bist Startspieler. Ja, ich bin Startspieler, okay. Ich habe das geschafft mit dem Zirkusdirektor. 1, halt in die Richtung, 1, 2 Punkte. So, der Blaue, die Blauen stehen unten. 1, 2. Gelb, jawohl. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ob man wirklich alles richtig gemacht hat. Ja, es kann mal wieder passieren, dass ich vielleicht ein Pünktchen vergessen habe, aber ich habe ja euch alles gesagt und der Elias, der liegt jetzt bei 32 Punkten. Der Papa ist recht zufrieden mit seinen 22 Punkten, da lag ich schon bei Weitem hinten. Das Material kommt jetzt wieder auf die Seite. Das war die zweite Aufführung und der dritten, schaut mal hier, da gibt es doppelte Punkte für den Bereich. Ist also gar nicht schlecht, aber es kommt noch zu einer kleinen Besonderheit und dazu gleich mehr, weil wir bauen wieder um. Wie im normalen Zirkus gibt es eine kleine Pause. Es fehlt eigentlich nur noch der Clown und dann geht es gleich weiter.
Jetzt habe ich wieder umgebaut und jetzt gibt es was Besonderes in der dritten Runde, weil zum einen werden die Punkte hier verdoppelt und es wird nacheinander gespielt. Ihr könnt, je nach Auslage, könnt ihr das auch zusammenspielen. Aber, ich komme gleich zu den Kärtchen, streng genommen, und es macht auch Sinn, je nach Sound, müsst ihr das nacheinander spielen. Jetzt zeige ich erst einmal hier, das sind wieder die Plättchen, die man bekommt. Natürlich noch mehr Artisten, noch mehr Tiere und es gibt jetzt neue Kärtchen. Zum Beispiel Fünfer hier in dem Fall, Tollpatsch. Immer wenn etwas in deiner Darbietung umfällt, musst du kurz anhalten und Aua, das tut weh sagen. Genau, das ist ganz witzig gemacht. So, dann haben wir hier Rhythm and Blues. Immer wenn du einen Spielstein setzt, musst du einmal klatschen. Also, ich setze einen Spielstein, dann mache ich das. Ui. Dann mache ich das. Okay, und was war das hier? Tollpatsch. Und immer ja, wenn... Das hast du. Genau, muss ich sagen, aua. Das hätte ich eigentlich fast sagen. Und was haben wir hier? Oh je, da habe ich jetzt wieder Plättchen. Mir geht's gut. Immer wenn du ein Tier auf einen Akrobat setzt, also hier drauf, musst du Autsch sagen. Genau, das ist in dem Fall die Möglichkeit. Es gibt übrigens noch hier, und dann fangen wir gleich an, hier noch welche mit Sounddateien. Die hätte ich ja eigentlich fast auch reinmischen müssen. Ja, wir nehmen jetzt die drei. Ja, wir nehmen die drei ganz zufällig. Hier, du musst ohne Unterbrechung mitsingen. Das heißt, deswegen müsst ihr das separat. Das heißt, dip, 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 dip. Das heißt, das müsst ihr die ganze Zeit dann mitsingen. Oder sagen, danke, danke, danke. Immer wenn du in deiner Musik Applaus hörst, musst du aufstehen, dich verbeugen und vielen Dank sagen. Ich glaube, gestern bin ich wieder aufgestanden, dauernd habe vielen Dank sagen müssen. Oder hier, bevor du ein Tier setzt, musst du einmal im Kreis durch die Manege führen. Verwende die Rückseite deiner Manege. Dann wird das einfach umgedreht, da sieht man die Fußtapfer. Und dann muss ich hier rumrennen, bevor ich das Tier überhaupt einsetzen kann. Sonst ganz wichtig, behält dieses Plättchen und da bekommt ihr auch nochmal. Und das Ganze wird multipliziert. So, das heißt, ihr behaltet die Plättchen der Elias natürlich auch. Und da gibt es natürlich auch extra Punkte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Elias nimmt. Will er in dem Fall immer, wenn er einen Spielstein setzt, klatschen? Oder will er in dem Fall, was willst du, Aua? Oder was willst du, Autsch rufen? Was ist dir lieber? Den Tollpatsch willst du. Ja, so, und ich sag immer, wenn ich eine Spielstein setze, musst du klatschen. So, und damit das Ganze einmal klatschen. Nein. Komm auch machen. So, jetzt haben wir das zufällig hier gemacht. Sollen wir das parallel spielen oder nacheinander? Streng nach Regel, nacheinander. Wer soll anfangen? Du. Okay, das heißt, du musst mich auch überwachen, oder? Immer muss ich klatschen. So, die machen wir jetzt mal weg. Und dann bereite ich das vor und der Elias schaut... da müssen wir noch nehmen. Papa ist zu schnell wieder. Dann merken es die Zuschauer wieder. Das ist immer gut, dass der Elias immer aufpasst, weil... Dann baue ich hier dann Fehler ein. Aber ich habe eh schon genug Artisten. Was soll ich denn da noch machen? Die Gala-Aufführung und damit beginnt der Papa. Applaus! Oh je... Ah. Jetzt kriege ich die Punkte nicht. Ah. Das klappt, glaube ich, nicht, wie ich das vorhabe. Okay. Oh, ja, das schaffe ich nicht noch dazu. So, jetzt gucken wir, was ich... jetzt gucken wir. Ich glaube, das können wir jetzt überspringen. Ihr habt ja gesehen, jetzt werden wieder die Punkte hier geschaut. Die Punkte zusammengerechnet. Nein. Das heißt, ich bekomme hier wieder die Einzelpunkte. Da, das kann ich euch noch zeigen. Und damit rechne ich die Punkte zusammen. Sonst geht das Ganze zu lange. Da bekomme ich übrigens 4 Punkte. So, die Punkte schieben wir nach vorne. Ich habe 3 Punkte. Okay. Schau mal hier. Nee, 4. Guck mal. 3. Na, guck mal, 4. Der ist hier da oben. Der ist schon bald bei 5. So, bei 4. Die Punkte tragen wir ab. 4. Und dann ist gleich der Elias dran. Ich hab gedacht, das ist... So, jetzt rechne ich die Punkte noch schnell. Der Elias ist dran mit seiner Aufführung und in dem Fall wähle ich einfach mal Cartoon aus. So, jetzt mache ich die Karten wieder, beziehungsweise hier sieht er die Übersicht und es geht los.
brauche gar nicht klatschen. Was musst denn du machen, Elias? Aua, immer wenn was runterfällt. Aua! Ja, prima. So, mag sein, dass der Papa vielleicht das eine oder andere Pünktchen hier vergessen hat. Es reicht aber trotzdem nicht. Das heißt, hast du bis jetzt vorgefunden? Ja, ich bin wieder hier. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Der Elias hat gewonnen. Der ist richtig gut in dem Spiel. Ich glaube, das Spiel habe ich noch nie gewonnen hier. Und ich schiebe es mal ein bisschen in die Mitte, dann seht ihr es hier. Schaut mal, wie gut der Elias hier bauen kann. Und dann merkt ihr, ihr könnt in der Arena bauen, ihr könnt aufeinander bauen. Es gibt Punkte auch für die Teilbereiche, auch wenn sie da verbaut sind. Das hat der Elias einfach drauf. Und das mit seinen 7 Jahren. Und das Spiel ist ja eigentlich offiziell erst ab 8 Jahre. So, die ganzen Kärtchen habe ich gesagt. Natürlich, es gibt bei Vibe noch mehr. Ich kann euch natürlich noch was kurz zeigen. Und zwar hier zum Beispiel, wenn es heißt Danke, Danke, dann gibt es separate Melodien. Mach mal Dank. Das habe ich gestern gehabt. Ja, mach mal. Ja, dann können wir noch mal das hier. So, gehen wir hier wieder zurück. Stopp. Dann können wir sagen, ich liebe euch. Das habe ich, glaube ich, schon gehabt. Oder Karaoke. So, das merkt ihr. Das auch mal. Ja, das hatte ich auch mal. Also nur, damit ihr es jetzt auch gesehen habt. Ich hatte einmal ein Zumachen, was war. Ja, und dann war so und dann war gleich wieder fertig, weil ich einfach in der dritten Aufführung so nervös geworden bin. Ich glaube, mit diesen Infos kommen wir jetzt auch schon zum Fazit. Das war Meeple Circus. Das Cover finde ich richtig toll. Das schon mal vorneweg. Elias, was sagst du zur Grafik von der Schachtel? Ganz cool. Okay, da ist schon wieder am Bauen hier. Die ist richtig toll. Also das ist echt ein Hingucker. Meeple natürlich mit Meeple-Figuren, Material, thematisch perfekt, muss man wirklich sagen. Ab 8 Jahre passt auf jeden Fall auch. Der Elias ist 7. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel natürlich, Balance-Spiel in dem Fall, das ist wichtig. Eigentlich wird der Elias bei solchen Spielen eher frustriert, aber er hat gesehen, wie gut er es kann. Deswegen war es auch wichtig, dass ich ihn mit einbinde in dem Video, weil das kann auch nicht jeder, mag auch nicht jeder. Müsst ihr natürlich auch berücksichtigen. 30 bis 60 Minuten steht drauf. So, und das ist schon ein Punkt, wo echt ein Problem ist. Für mich jetzt zumindest, weil bis ich erst einmal alles erklärt habe, alles aufgebaut habe. So gut bauen. Ja, aber wie lange baut man effektiv? Eigentlich nur ein paar Sekunden. Das heißt, wir bauen über 3 Runden und das Ganze effektiv nur ein paar Sekunden. Das heißt, die Spielzeit ist zwar hier mit 30 bis 60 Minuten angegeben, aber bis ihr alles aufgebaut habt, ausgewählt habt, eure Figuren genommen habt und dann fangt ihr erst an. Das sind Sekunden. Das finde ich etwas problematisch bei dem Spiel. Also ich möchte es nur auf jeden Fall erwähnen. Ihr habt ja gesehen, je nachdem wie lange das Video geht und wie effektiv lange wir eigentlich spielen, das ist eigentlich recht kurz, was die Spielzeit angeht. 2 bis 5 Spieler, es passt auf jeden Fall. Ich habe es auch schon zu 4 zu 5 gespielt, also gar kein Thema. Und zu zweit funktioniert es auch super. Natürlich ist der Spaßfaktor hier absolut im Vordergrund. Egal, was der Jörg jetzt sagt, mit ein paar Sekunden. Hier baut man eine Arena auf der Bühne und das soll einfach rocken und da will man nicht nur Punkte, man will Applaus und das möglichst natürlich sehr weit nach vorne. Die Regeln sind sehr gut dargestellt. Wenn da wirklich was unklar sein sollte, dann kann man da nachschauen. Aber auf 4 Seiten ist alles übersichtlich dargestellt. Man kann wirklich von einem Familienspiel sprechen. Man braucht allerdings die App auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich mit dem Timer spielen, macht gar keinen Sinn. Ihr nehmt die App, die ist kostenlos, könnt ihr euch auch jetzt schon runterladen und einfach mal reinspiegeln in die Regeln und in die Musiksequenzen. Aber die braucht ihr auf jeden Fall für das Spiel, sonst macht es gar keinen Sinn. Also wer App-basierte Spiele nicht mag, der kann hier gleich die Finger weglassen. Also die braucht ihr auf jeden Fall. Ansonsten ist es ja von der Vorbereitung für das erste Spiel durchaus etwas länger, bis man alles vorbereitet hat. Das muss man wirklich sagen. Und ja, da muss man natürlich streng nach diesen Aufführungsplättchen dann gehen, was man Punkte bekommt. Da auf jeden Fall. Ihr könnt anderen Fehler machen. Sehr gut. Der Elias ist schon Profi bei dem Spiel. Also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. So, Elias, ganz wichtige Frage. Wie ist bei dir der Spaßfaktor? Wie gut findest du das Spiel? Ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. 1 Daumen oder 2 Daumen? Ich 2 Daumen. 2 Daumen.
Der Papa findet es solide, ich finde es okay. Damit, denke ich mal, bin ich schon ganz anderer Meinung als der Elias, weil mir einfach die Spielzeit für das, was ich effektiv hier leiste, viel zu kurz vorkommt. Es ist natürlich eine schöne Sequenz, wenn man dann baut, die runterfliegen, man ist hipplig, man ist nervös. Und das ist schon so eine Motivation, wo man dann denkt, oh, ich will das jetzt unbedingt schaffen. Das ist ein Spannungsmoment. Aber wenn man dann wieder Karten auslegt, dann flacht das Ganze wieder ab. Man bereitet praktisch die Runde vor. Und das geht mir einfach, das ist mir einfach zu kurz, was die effektive Spielzeit hier angeht, was ich hier auf der Bühne mache. Ist dabei ein richtig schönes, geselliges Spiel. Ich kann absolut nachvollziehen, dass der Elias das mag. Ich kenne auch viele aus dem Bekanntenkreis. Grüße an den Thomas übrigens, der das Spiel richtig super findet, grandios findet, Papa, was hier was passiert. Ist da dran? Da gibt es den einen Artisten. Moment, es gibt hier richtig den hier. Den kann man dann einfach hier dran befestigen. Hä? Hey, guck, das habe ich jetzt geschafft. Bin stolz auf mich. Da gibt's Punkte. Ihr merkt, die Auswahl ist wirklich bunt. Aber das Spiel, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen, dass das so super beim Publikum, bei den Zuschauern, bei euch vielleicht dann auch ankommt. Also ihr habt jetzt zwei Meinungen gehört. Könntet ihr euch jetzt natürlich eure eigene Meinung bilden. Und ihr merkt ja, der Elias hat Spaß am Bauen. Der könnte gleich nochmal so eine Gala-Runde führen. Hat noch zwei Aufführungen mehr, dann wäre ich glücklich. Also drei Aufführungen, es kommt mir einfach zu kurz, aber ja, vielleicht gibt es mal in Zukunft eine kleine Erweiterung, weil wie gesagt, da würde ich mir einfach noch mehr Aufführungen, um mehrmals hintereinander das Ganze aufzubauen. Und dann bin auch ich dabei und würde auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. So, das waren die abschließenden Worte. Ihr könnt uns natürlich auch für das Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt uns auch natürlich nicht ein Abo Daumen. Geben. Und zwar, ja, es geht nur einen Daumen, aber ein Abo könnt ihr uns geben, wenn ihr noch keins habt. Ihr könnt uns natürlich bei diversen Plattformen wie Steady etc. auch unterstützen. Das sei auch mal erwähnt an dieser Stelle. Sechs Punkte. Sieben hat übrigens noch keiner geschafft in meiner Runde. Schaffst du das? Das kriege ich nicht mal auf die Kamera drauf. Schaut mal sieben. Hier. Sieben habe ich bisher. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, ob ihr mal sieben habt. Aber guck mal, nee, das haben wir bisher noch nicht gehabt. So, ich denke, das waren alle wichtigen Infos. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.